Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier ein relativ teures Schätzelein. Und zwar hat sich Judith Williams ja überlegt, dass die drei Adventskalender rausbringen will. Und ich habe mir überlegt, ich bin interessiert, ich möchte sie alle vorstellen. Und deswegen habe ich mir auch den teuersten gekauft. Und zwar für, sage und schreibe, 169,90 Euro. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist echt nicht wenig Geld, aber hier soll ein Warenwert von 615 Euro drin sein, wenn ich richtig gespickt habe, ja. Und das Ganze ist halt auch genauso wie bei dem Make-up und dem normalen Adventskalender in diesen Säckchen eingepackt. Er ist aber größer und schwerer. Deswegen bin ich hier sehr verheißungsvoll unterwegs, dass ich hoffe, dass das Ganze auch richtig reinknallt. Mal schauen. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal. Das wäre richtig nice. Mir fehlt die 6, Leute. Also wenn ihr den bestellt, zählt die Säckchen. Das ist schon mal ein kleiner Hinweis. Nun, wir gucken mal. Premium, hallo. Ich habe jetzt hier den 1. Dezember. Vor allem dann auch noch so ein wichtiges Kläppchen. Och Mann, wow. Skin Revolution Edelweiß. 24 Stunden Hand in Protection Cream. 180 Milliliter. Das ist ja mal Hammer. Eine riesige Handcreme. Ich glaube, damit wollen die ein bisschen Asam Konkurrenz machen. Hm? Ich meine, ja, man braucht definitiv Handcreme im Winter, aber das ist ein Oschi. Dann habe ich hier den 2. Dezember. Hier drin befindet sich der High Performance Gel Cleanser mit 1,2% Clean Skin. Skin Clear BHA Purifying, also Salicylsäure, das ist auch antifaltenmäßig. Hä? Okay, 150 Milliliter sind hier drin. Ich persönlich kenne BHA eigentlich eher so Richtung Anti-Unreinheiten. Also für mich ist AHA eigentlich so die Säure, die man nimmt gegen halt hier Slow Aging oder sowas. Also nicht gegen, sondern für Slow Aging. Und BHA gegen Unreinheiten. Keine Ahnung. Ja, ich habe euch hier auf jeden Fall mal ein Video gedreht, wo es ein bisschen um Peelings geht und dann halt auch die entsprechenden BHA, PHA und AHA, ne, chemischen Peelings. Okay. Würde ich persönlich jetzt nicht jeden Tag verwenden und vor allem nicht morgens. Einfach durch das chemische Peeling, was damit bei ist. Auch wenn das nicht auf der Haut halt so bleibt, ist klar. Ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ich hätte in diesem Adventskalender eigentlich erwartet, dass wir hier keinerlei Füllprodukte drin haben. Und zwar kein einziges. Dass wir hier ausschließlich Pflegeprodukte bekommen. Die liebe Judith hat sich aber gedacht, nö, ich stehe so volle Elle auf dieses Tuch, dass ich dir das jetzt auch noch mit reinpacke. Ja, es ist toll, es ist in jedem ihrer Adventskalender offensichtlich drin vertreten. Ein sehr schönes Abschminktuch und es ist großartig, keine Frage. Aber hätte ich in diesem Adventskalender eigentlich nicht erwartet. Hier haben wir die Nummer 4. So, ne? Also diese Säckchen sind super. Auch zum Wiederbefüllen, auch wenn da überall Judith Williams draufsteht. Ja, und das ist definitiv eine schöne Größe auch. Hier haben wir auch drin den Ceramid Booster. Schutzfestigung, Feuchtigkeit. Finde ich großartig. So ein Wirkstoff ist für mich sehr gut geeignet. 25 Milliliter habe ich hier drin. Und ich finde das auch großartig und sehr, sehr gut, das hier mit reinzupacken. Vor allem direkt nachdem man dieses chemische Peeling ja auch drin hatte. Eine wunderschöne Fiole ist das hier, ne? Also, dass wir hier unten auch so ein bisschen dieses Marble-Design haben, diesen Farbverlauf, erinnert mich so ein bisschen an Estee Lauder. Ja, finde ich gut. Ceramide reparieren, wundervoll und sind für meine sehr sensible Haut extrem gut geeignet. Kommen wir zum 5. Dezember. Ja, siehste, hier haben wir auch noch ein bisschen was anderes als Gesichtspflege drin, nämlich zum Beispiel eine riesige Handcreme und den Live Long Beauty Rose Quartz Volume and Shine Shampoo. Das ist auch noch zugemacht, deswegen lasse ich das jetzt auch verschlossen. Das ist einmal dieses Produkt hier und da sind 70 Gramm drin enthalten. Riecht auch wirklich angenehm. Sehr, sehr angenehm. Also es ist ja nicht Rose, sondern Rosenquarz, was da drin sein soll. Es riecht halt einfach sehr edel, würde ich sagen. Meine Haare mögen nicht ganz so gerne diese festen Produkte, weswegen das nicht unbedingt was für mich sein wird. Aber vielleicht, wenn man das so ein- bis zweimal pro Woche maximal anwendet, kann das gut funktionieren. Ja, 6. Dezember. Ciao, Kakao. Ja, schreibe ich euch hier rein oder in die Infobox oder als angepinnten Kommentar. Hier haben wir dann einmal den 7. Dezember. Also das ist ein schönes Produkt, aber warum in diesem Adventskalender? Entschuldigung. Nee, das ist süß, auch mit dem Herzchen und so, aber es ist eigentlich ein Füllprodukt, oder? Also ich weiß nicht. Ich hätte, klar, du konntest online sehen, was drin ist und so, aber ich persönlich hätte hier zum Beispiel grundsätzlich nur Produkte drin erwartet, die nicht im mittleren oder im kleinen Adventskalender oder in dem, also nicht in dem mittleren Adventskalender drin sind und auch nicht im Make-up-Adventskalender drin sind.
Haben wir jetzt aber trotzdem teilweise als Doppelung und dann auch noch die Füllprodukte zu doppeln, finde ich ja richtig blöd. Nee, das muss nicht sein. Mal gucken. Die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Und so einen schweren Tiegel hatten wir jetzt in den anderen Adventskalendern so nicht drin. Deswegen gehe ich davon aus, dass der krass ist. Live Long Beauty. Was ein schöner Tiegel. Den mag ich leiden. Skin Beauty Face Cream mit 50 Millilitern. Premium Quality steht hier drauf. Und das ist mit hocheffektiver Wirkstoffformel steht hier drauf. Und ja, womit diese Wirkstoffformel ist, muss ich nochmal recherchieren. Ich weiß nicht, ob die beduftet ist. Ich finde den Tiegel wunderschön. Ne? Also das ist wirklich sehr schön gemacht. Hat ein bisschen auch was Orientalisches mit dabei. Ist aus Glas. Das ist schon schön. Ne? Ja. Mal sehen, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Auch die relativ leicht. Nee. Ach nee, komm jetzt hier. Beauty Institute Fine Skin Beauty Pads. Ja, sowas kann man gut gebrauchen, um Toner aufzutragen, um sich abzuschminken und so weiter. Aber ey, ich möchte das nicht. Nee. 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 Da sind 5 Stück von drin. Ich verwende sowas, ja. Finde ich auch klasse. Ich möchte das aber nicht hier in so einem teuren Adventskalender drin haben. Was ist das denn? Da hast du halt eine etwas rauere Seite, eine etwas flauschigere Seite. Die haben sicherlich auch ihren Wert, ne? Will ich den gar nicht absprechen. Aber das möchte ich vielleicht in dem anderen haben. In dem Klassik-Adventskalender für 99,90 zum Beispiel. Oder vielleicht auch in dem Make-up-Adventskalender, so als Idee, so, hey, du musst dich am Ende des Tages halt dann doch noch irgendwie abschminken, aber nö. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Hier ist auf jeden Fall eine schwere Tube drin, das merke ich jetzt auf jeden Fall und deswegen bin ich sehr verheißungsvoll, diese Tube jetzt hinauszunehmen und zu gucken, was sich hier drin befindet. So, da haben wir was zum Reinigen, glaube ich. Skin Revolution Edelweiß Silk Cleansing Mousse. 150 Milliliter haben wir hier drin. Also unser zweites Gesichtsreinigungsprodukt. Aber das hier wird dann wahrscheinlich eine etwas mildere Form sein, die mir dann auch ein bisschen besser passen wird. Und damit reinigt man sein Gesicht. Und man sollte sowohl morgens als auch abends immer sein Gesicht reinigen, bevor man halt seine Skincare-Routine beginnt. Hat jetzt so nicht wirklich einen Duft oder so mit dabei. Finde ich sehr charmant. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Sehr leicht. Oh nein, es knistert wieder. Oh nein, das haben die nicht gemacht. Damit kann man sein Gesicht mechanisch peelen, theoretisch. Man kann auch seinen Gesichtsreiniger damit auftragen. Man kann aber auch seine Pinsel damit reinigen. Das gehört nicht in einen 170-Euro-Adventskalender rein, jetzt mal ohne Flachs. Ey, was hat die sich dabei gedacht? Oder die Leute, die das halt zusammengestellt haben, die Nummer 12, die Halbzeit. Das ist für mich halt auch immer so ein bisschen, ne, also ähnlich wie die 1 oder wie die, ne, dass man da halt einfach mal so ein bisschen guckt, Wendepunkt des Adventskalenders, das ist auch irgendwie schön, ist für mich sogar sehr gut geeignet. Skin Revolution Edelweiß, das scheint auch wohl dann so in meiner Reihe zu sein. Alpine Rose Enzym Peeling Mask, 100 Milliliter sind hier dran. Ich persönlich mache gerne Enzym Peelings, weil die super schön mild sind und da muss man jetzt nicht so exorbitant krass mit aufpassen, wie mit AHA, BHA oder PHA und das verwende ich halt auch im Hochsommer zum Beispiel ganz gerne, ja. Also die erste Hälfte des Adventskalenders finde ich sehr durchwachsen. Wir haben krasse Produkte mit dabei, aber diese Füllprodukte, ganz ehrlich, das ist eine absolute, ich sage es dieses Jahr so häufig, ne, aber das ist wirklich eine Frechheit. Vor allem dieses komische Peele dein Gesicht mit mir Ding, was im Einkauf 5 Cent kostet, das ist unglaublich. Also sowas hier mit reinzupacken, das nein, einfach nein. Schauen wir mal in die zweite Hälfte und da starten wir hier mit der Nummer 13. Da haben wir drin Live Long Beauty Ultra Lift Eye Cream. Sehr schön. 30 Milliliter ist auch eine riesige Größe und sowas kann man sehr gut gebrauchen. Da kommst du auch echt lange mit aus. Die kannst du morgens verwenden, die kannst du abends verwenden. Gegen Krähenfüße und so und reaktiviert und verdichtet die Hautstruktur. Das finde ich sehr schön. Also das ist für mich auch ein richtig gutes Produkt hier im Adventskalender. Die Nummer 14 habe ich jetzt hier am Start. Dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Puh. Die 6 fehlt, ganz viele Füllprodukte. Was ist hier los, ne? Oh. Das hatte ich auch schon mal da. Das ist das Rosenserumkonzentrat. Für Festigung und Glow haben wir hier etwas mit drin. 30 Milliliter. Ja, das kann man definitiv machen. Gut, du hast Ceramide hier schon mit dabei, pflanzliche Ceramide, okay. Und die Rosenstammzellen. Der 15. Dezember ist wirklich sehr gut befüllt, um das mal so zu sagen. Und hier haben wir auch was richtig, richtig Nices drin. Und zwar haben wir hier die Radiant Glow Ampullen M3 Treatment Straffendes Gesichtskonzentrat Skin Perfect Reihe. Da haben wir 8x2 Milliliter als Ampullen drin enthalten und da scheint die Party jetzt ein bisschen mehr abzugehen. Das ist aber noch verschlossen. Ich kann euch das aber mal hier oben reinspicken.
Genau, da sehen wir auch so ein bisschen die Ampullen, die sich hier drin befinden. Das sind halt 8 Ampullen, ne? Sowas in der 6 wäre voll gut. Die Nummer 16 habe ich hier. Ich hoffe ja die ganze Zeit, dass aus Versehen vielleicht irgendwo nochmal eine 6 noch auftaucht oder so. Aber ich habe eben den Karton nochmal auf links gedreht. Da war nichts. Da war gar nichts. Oh, du bist aber groß. Wow, also die hauen hier raus. Wahnsinn. Skin Revolution Edelweiß Arnika Fußbutter. 250 ml. Alter Schwede. Dann macht doch hier eine Bodylotion rein, wenn ihr schon so große Größen reinpacken wollt. Finde ich irgendwie abgefahren. Ich verwende Fußbutter. Ich mag gerne Fußcreme. Das ist ein Riesenvieh. Also da habe ich lange was von. Aber ich finde es irgendwie toll. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Und da ist irgendwas Großes drin. Hatten wir jetzt schon eigentlich? Ne, wir hatten noch gar keine dekorative Kosmetik. Das scheint dann wirklich komplett auch Pflege hier drin zu sein. Hier haben wir Beauty Therapist Face Serum. Alto Belly. Ich glaube, die wollen wirklich Asam so ein bisschen auf den Schlips treten, ne? Glow and Nourish Regenerate Resilience. So, 100 ml haben wir hier drin. Das ist ein riesiges Produkt. Also normalerweise hat so ein Serum 30 ml und die so, nö, 100. Oh, ich kann euch sagen, was in der 6 drin war. Ich habe doch hier so ein Heftchen. Moment. Okay, es wäre aber auch nicht so exorbitant krass gewesen. Phytomineral Sensual Wonder Lip Balm wäre drin gewesen. Ja, ein Lippenbalsam, ne? Hätte man auf jeden Fall ganz gut gebrauchen können. Und da hätte ich wahrscheinlich dann auch, oder sage ich jetzt ja auch an dieser Stelle, ein Lippenbalsam ist auch ein Produkt, was grundsätzlich in einen Adventskalender reingehört. Aber in der 6 gehört es meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt rein. Es sei denn, das Produkt ist in einer mega geilen Verpackung jetzt dahergekommen. Ja. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember und hier ist was Leichtes drin enthalten. Und zwar eine Tube mit, 30 ml wieder von der Augencreme. Luxury Skin Platinum Intense Eye Cream. Wow, also die haben echt riesige Größen halt auch von ihren Produkten, ne? Das hatte ich auch so gar nicht auf dem Schirm, um das mal so zu sagen. Jo, womit das ist, das weiß ich jetzt so nicht. Luxuriöse Inhaltsstoffe, Leute. Quelle, Trust Me Baby. Oder auch Vertrau mir, Bruder, sagt man ja so gerne, ne? Die Nummer 19. Auch hier wieder ein schöner, großer Tiegel drin, in einem wunderschönen Marineblau. Aqua Luronic Face Cream. 50 ml sind hier drin. Das wird dann wahrscheinlich eine etwas leichtere Geltextur sein, die dann auch sehr gut für ölige und Mischhaut geeignet sein könnte und halt nicht so auf dieses krasse Fettgedönsen gehen wird, also nicht so super reichhaltig sein wird, sondern eher so den Feuchtigkeitshaushalt der Haut reguliert, um das mal so zu sagen. Ne? Und ja, das finde ich auf jeden Fall ganz schön. Für mich eine ganz schöne Creme wahrscheinlich, die ich dann so im Sommer auch ganz gut morgens verwenden kann. Aber manche Sachen, ne, das ist wirklich schon interessant. Die Nummer 20, herzlich willkommen im 20er-Bereich. Jetzt wollen Sie es echt wissen, ne? Beauty Institute Ultra Protecting Sundrops. Ich finde es immer so geil, wenn Adventskalendermenschen einen Lichtschutzfaktor reinmachen, weil uns das daran erinnert, dass wir natürlich auch im Winter einen Lichtschutzfaktor brauchen. Das finde ich richtig toll. 30,0% Age Protect. Keine Ahnung, was das ist. Hier sind 50 ml drin. Das ist so toll. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Also gefällt mir richtig gut. Angereichert mit wertvollen Ölen, spendet es der Haut Feuchtigkeit und beugt vorzeitige Hautalterung vor. Sehr schön. Siehst du, sowas finde ich schon wieder schön im Adventskalender. Ne? Die Nummer 21. One for All. Lips, Cheeks and Eyes. Sexy Lips, Pearly Cheeks, Touch of Glamour in der Farbe 181. Auch diesen treuen Begleiter haben wir jetzt schon in mehreren Judith Williams Adventskalendern gesehen. Das ist so ein Highlighter-Stick, aber für mich persönlich macht er leider nicht so den Ultra-Highlighting-Effekt. Also das ist eher so ein Hauch von. Und sobald ich Puder drüber gebe, ist er leider weg. Die zweite und letzte Schnapszahl ist die Nummer 22. Auch wieder so ein Riesending, ne? Sowas finde ich aber auch praktisch. Phyto Mineral, die Skin Miracle Neck and Décolleté Cream mit 100 ml. Zum einen ist sowas ganz praktisch, um einen daran zu erinnern, dass man Hals und Décolleté grundsätzlich auch mitpflegen sollte. Also Skincare hört nicht hier auf, sondern eigentlich hier so. Seht ihr gar nicht, ne? Hier so. Und das, ne, ist meistens halt auch einfach ein bisschen günstiger, als wenn du deine komplette Tagescreme, Nachtcreme auch wirklich runterziehen würdest. Deswegen finde ich das schön. Ich glaube, das werde ich sogar auch demnächst mal in Anwendung nehmen. Jetzt zum Ende hin, ne, haben die noch ein paar Klopper rausgehauen. Die Nummer 23. So nach dem Motto, wir möchten den Leuten noch positiv in Erinnerung bleiben. Wir sind jetzt einen Tag vor Heiligabend, da kommt man jetzt vielleicht noch ein bisschen runter, bereitet sich auf den großen Tag oder die großen Weihnachtsfeiertage vor. Und dann haben wir hier ein Judith Williams Cosmetics Retinol Science Smooth and Refined Treatment Pads. 30 Pads sind hier drin enthalten. Also das, schaut euch den Asam Premium Adventskalender an. Ich glaube, die möchte den wirklich ans Bein pinkeln.
Ich glaube das wirklich, ich sag's euch. Naja, auf jeden Fall ist das etwas, was ich jetzt nicht unbedingt am Tag vor Heiligabend das erste Mal ausprobieren würde, weil sowas würde ich halt eher am Anfang vom Adventskalender reinpacken, einfach damit die Person, die es halt auspackt, auch erstmal gucken kann, ob die das Produkt verträgt. Das ist immer so eine Sache. Ich würde so in der Weihnachtswoche auch manchmal schon so ein paar Peeling-Sachen reinmachen, aber halt jetzt nicht direkt einen Tag vor Heiligabend oder Heiligabend selber. Naja, hier sind auf jeden Fall welche drin und damit kann man dann mit 24 Karat Gold, ja Hallöchen, Dekadenz lässt grüßen, Retinol auf sein Gesicht geben und Retinol ist halt der Slow-Aging-Wirkstoff schlechthin. Ja, die Nummer 24, ne? Ich glaube, das war sogar ein Spoiler auf der Homepage. Also ich meine da nämlich einen Titel gesehen zu haben, wie sich das hier so anfasst, gerade in meinen Händen. Und holla die Waldfee, das fand ich halt auch schon recht hübsch, ne? Und ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so daherkommt. Du hast ja sogar eine Folie drumherum, damit das Ganze irgendwie nochmal geschützt ist. Damit auch hier nichts zerkratzt wird oder so. Wahnsinn. Skin Perfect Skin Repoot Night Cream. Eine restrukturierende Nachtcreme unterstützt nächtlichen Erholungsprozess. Kann Hautstruktur verbessern, regeneriert die Haut 100 ml. Und wie schön ist das bitte? Das muss man wirklich jetzt an dieser Stelle erwähnen. Das hier oben ist halt wirklich wegen der Folie, ne? Damit da halt nichts zerkratzt. Das ist super edel, super schön. Und das ist eine richtig perfekte 24. Auf jeden Fall. Also das ist für mich auch ein richtig tolles Highlight-Produkt. Das kannst du einem mit abwerfen. Das ist auch hier aus Glas. Da sind 100 ml Creme drin. Das ist richtig viel, Leute. Das ist toll. Und insgesamt ist der Adventskalender auch toll. Also wir haben hier richtig geile Produkte drin, finde ich persönlich. Wir haben hier eine schöne Skincare-Routine drin. Ich vermisse ein bisschen den Toner hierbei, muss ich gestehen. Das hätte nämlich auch noch so ein bisschen gepasst, ne? Aber ansonsten haben wir eine sehr, sehr schöne Skincare-Reihe. Riesige Hand- und Fußcremes. Holla die Waldfee. Auch die Möglichkeit, mal zwischendrin unsere Haare zu waschen, was ich auch sehr vernünftig finde. Aber diese Tools, die Füllprodukte, gerade dieses Mini-Vieh, das hätte echt nicht sein müssen. Und ich frage mich persönlich, was haben diese Make-up-Schwärmchen hier drin zu suchen, wenn wir hier doch gar kein Make-up im Adventskalender haben. Also das ergibt für mich persönlich wirklich gar keinen Sinn. Ansonsten finde ich die Sachen, die hier drin enthalten sind, die Produkte, die Reihen, wirklich schön. Ich glaube auch, dass viele verschiedene Hauttypen diesen Adventskalender verwenden können, ne? Aber der hat immer mal wieder auch so einen Dämpfer mit reingegeben, sodass man sich halt gar nicht mehr so luxuriös gefühlt hat, dass man halt 170 Euro für einen Adventskalender ausgegeben hat. Als hätten die kurzfristig vergessen, welchen Adventskalender die gerade selber befüllen, ne? Und dann so, ach so, ja stimmt, wir waren ja beim Premium-Segment, jetzt müssen wir wieder raushauen und so. Das war ein bisschen merkwürdig und würde ich an deren Stelle vielleicht ein bisschen anders machen. Du hast hier Full-Sizes und halt auch richtig krasse Maxi-Sizes und eigentlich ist der Adventskalender cool und ich glaube auch, dass du ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis hast. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.